In diesem Video tanzen wir wieder gemeinsam. Mein Name ist Goldminka und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Tanzvideos zum Mitmachen für mehr Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein in deinem Leben. Wenn dich das interessiert, dann abonniere hier gerne meinen Kanal. Und wenn du noch mehr mit mir tanzen möchtest, dann gerne live via Zoom jeden Donnerstag. Ich blende dir hier noch Informationen ein und anmelden kannst du dich per E-Mail. Und ja, jetzt hier heute in diesem Video zeige ich dir wieder eine kleine Burlesque-Tanzkombination. Anschließend erkläre ich sie dir wieder Schritt für Schritt und zum Schluss tanzen wir gemeinsam mit Musik. Los geht's! So, das ist unsere Tanzkombination und jetzt erkläre ich sie dir wieder Schritt für Schritt. Okay, dann fangen wir an. Wir stellen uns wieder zuerst in eine schöne Pose. Das heißt, wir nehmen erstmal unsere Füße zusammen und drehen die Füße jetzt 45 Grad nach außen, sodass sie jetzt in die Ecke des Zimmers zeigen. Jetzt stellst du den äußeren Fuß auf. Der äußere Fuß ist der, der Richtung Publikum zeigt. Ja, und das gibt jetzt hier so eine richtig schöne Silhouette. Ja, du richtest dich auf. Aus deinem Dekolleté scheint die Sonne. Das heißt, du bist hier richtig schön aufgerichtet und fällst nicht so in dir zusammen. Ja, richte dich auf, mach deinen Hals lang und dein Kopf ist an einem Silberfaden nach oben gezogen. Anschließend packst du deine Hände in die Hüfte und wackelst mit der Hüfte. Ich hier in meinen Tanzkombinationen auf YouTube wackel immer viermal mit der Hüfte. Du kannst natürlich auch dreimal oder fünfmal, je nachdem, wie dir das gefällt und wie es zu deiner Musik passt. Ja, also ich wackel jetzt hier viermal mit der Hüfte. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt machen wir eine schöne Pose und dazu nehmen wir beide Arme nacheinander nach oben. Wenn wir die Arme jetzt nach oben nehmen, stellen wir uns jeweils vor, es sind die schönsten Arme der Welt und wir schauen dem Arm dabei jeweils hinterher. Also, es geht los. Erster Arm und der zweite Arm. Achte dabei darauf, dass deine Schultern unten bleiben. Also selbst wenn jetzt deine Arme oben sind, bleiben die Schultern unten und kommen hier nicht hoch zu den Ohren. Also Schultern runter, Arme lang, Finger schön gestreckt und die Pose hältst du jetzt für 2 Sekunden. Du kannst dir vorstellen, jemand schießt hier ein Foto von dir. Und spür einfach mal so für dich, in dich hinein, wie sich das jetzt anfühlt, so zu stehen. Ja, genieße das, mach das einfach für dich und denk jetzt hier nicht so sehr daran, was irgendjemand jetzt denken könnte, wenn er dich so sieht. Ja, das machst du jetzt hier ganz genüsslich einfach für dich. Okay, jetzt nehmen wir die Arme wieder runter und legen Sie jetzt auf ein Wolkenkissen ab. Ja, also du kannst dir vorstellen, wirklich hier so auf 2 Wölkchen legst du ja deine Hände ab. Und jetzt machst du den Schulterschimmi, also diese Bewegung hier, dieses Gewackle mit den Schultern und ich hoffe, mein Mikrofon hält das Ganze jetzt hier aus und kruschelt nicht so sehr dabei. Okay, also die Schultern wackeln. Wenn du dir nochmal angucken willst, wie du diese Bewegung hinbekommst, dann habe ich dir hier auch ein Video dazu gemacht. Okay,
Schulterchemie. Wir machen das jetzt am Platz. Und gleich laufen wir mit dem Schulterchemie 3 Schritte nach vorn. Und zwar jetzt. 1, 2, 3. Und stehen wieder genauso da, wie wir angekommen sind. Okay. Anschließend krabbeln wir mit unseren Fingern über unseren Arm. Dazu strecken wir jetzt einen Arm nach außen und nehmen den anderen Arm jetzt hier so in einer großen Bewegung einmal rüber. Und pass auf, dass du jetzt hier nicht dein Gesicht und deine Augen damit verdeckst. Ja, sondern lass den Arm immer noch so, dass man deine Augen dabei sieht. Und jetzt krabbelst du hier einmal in so einer Bewegung mit deinen Fingern über deinen Arm. Ja, das ist eine sehr kokette Bewegung. Also ich finde sie ja irgendwie lustig und verführerisch zugleich. Also, okay. So, dann. Also es geht los. Und krabbel, krabbel, krabbel. Und jetzt ziehst du so mit dem Zeigefinger so zurück. Ich mache es nochmal. Und jetzt kommt die Schlusspose. Tam, tam, tada! Genau, und das ist die Tanzkombination des heutigen Videos. Und wir tanzen das Ganze jetzt nochmal mit Musik. Und wenn du nicht weißt, zu welcher Musik du das Ganze hier eigentlich tanzen kannst, dann habe ich dir unten hier in der Videobeschreibung eine Spotify-Playlist verlinkt mit richtig toller Burlesque-Musik. Ja, also leider darf ich diese tolle Musik hier nie in den YouTube-Videos verwenden, aber ich habe dir hier eine schöne Liederliste zusammengestellt mit richtig toller Musik. Also diese Musik alleine macht schön glücklich. Genau, und ja, nicht vergessen, wenn du weiter mit mir tanzen möchtest, dann gerne jeden Donnerstag via Zoom. Ich würde mich riesig freuen, dich dort zu sehen. Okay, also das Ganze jetzt nochmal mit Musik.